herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir aus dem Auto auf dem Weg zum Flughafen nach Frankfurt. Ihr wisst Bescheid, es geht nach Bali zur Weltmeisterschaft. Ich kann nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Es ist alles absolut verrückt und unreal für mich. Ich freue mich aber einfach unglaublich und ich hoffe, dass alles gut gehen wird, weil wir halt jetzt erstmal 17 Stunden Flug vor uns haben und danach auch noch mit der Fähre rüber auf die Nachbarinsel Lombok müssen. Also es wird auf jeden Fall ein Abenteuer und ihr seid dabei. Angekommen am Flughafen. Das ist übrigens mein Gepäck. Hier habe ich mein ganzes Essen drin. Ich hoffe, das kriege ich mit. Dann mein Koffer und mein Rucksack als Handgepäck. Der ist auch richtig, richtig praktisch. Wir haben unser Essen durch die Sicherheitskontrolle bekommen und jetzt sitzen wir hier schon am Gate. Boarding geht jetzt gleich los. Also ich bin schon mal mega, mega erleichtert, dass das alles geklappt hat. Die größte Herausforderung kommt aber noch und das wird sein, wenn wir von Bali nach Lombok müssen. Ich schreibe jetzt gerade mit der Organisation, wo der Wettkampf drüber stattfindet und die sagen mir jetzt gerade, dass ich fliegen soll mit so einem kleinen Flugzeug und ich dachte eigentlich, dass wir mit einer Fähre rüberfahren und das wird auf jeden Fall richtig, richtig crazy. Aber ich halte euch auf dem Laufenden und jetzt gleich geht's erstmal ins Flugzeug und erster Stopp ist Singapur. Wir sind gut im Flugzeug angekommen und ich habe einen Platz am Gang, damit ich die Beine ausstrecken kann. Und sogar neben mir frei. Richtig cool. Und was gibt's jetzt zu essen? Wir sind in Bali angekommen, Leute. Und ich bin so fertig. Ich fühle mich so schlimm. Wir sind, glaube ich, seit 24 Stunden jetzt schon unterwegs. Ich habe mir jetzt hier so einen Cold Brew Sugar Free Kaffee geholt. Und der ist richtig stark. Weil ich habe eigentlich auch fast gar nicht geschlafen, weil wir durch die 8 Stunden Zeitverschiebung halt keine Nacht hatten irgendwie. Und jetzt gleich wird es richtig aufregend. Da geht es nämlich mit einer Propellermaschine rüber nach Lombok. Und dann nehme ich euch mit. Das riecht schon so super lecker, ne? Ich weiß schon, was ich nach dem Wettkampf alles esse. Ja, da geht's jetzt rein. Ich hoffe, wir überleben das. Ne, Ramona, hast du Angst? Nee. Hauptsache, wir kommen endlich an. Ne? Heute nicht mehr. Ja. Ich glaube, wir heben gleich ab, Leute. Endlich. Man sieht nichts. Yes, it's our first time here. We are from Germany. Germany, yeah. Very long way. More than 24 hours. Wir haben es tatsächlich ins Taxi geschafft und fahren jetzt zu unserem Hotel. Wir wurden super nett empfangen von einem, der das halt den Wettkampf organisiert hat und sogar hier so einen Schal geschenkt. Und wir sind jetzt wirklich so lange schon unterwegs und freuen uns einfach so sehr, gleich anzukommen. Wir haben jetzt den nächsten Tag und gehen jetzt mal gemeinsam in unser Zimmer. Gestern Abend war es nämlich schon so spät und dann habe ich gesagt, boah, es ist auch schon dunkel geworden um 18 Uhr. Machen wir das heute ganz in Ruhe. Und hier sieht man schon mal einen großen Kleiderschrank und das Wohnzimmer, was halt wirklich richtig, richtig groß und schön ist. Aber jetzt haltet euch fest, wir gehen mal nach draußen. Wow. Ist das nicht schön und einfach mega unreal. Vor allem, wir haben gerade 7.30 Uhr morgens. Die Sonne scheint, es ist keine Ahnung, gefühlt 25 Grad oder so, aber richtig angenehm. Zwar hohe Luftfeuchtigkeit, aber es ist einfach wunderschön. Und heute steht jetzt an, wir gehen jetzt erstmal am Strand ein bisschen schauen, dann gehen wir danach frühstücken. Dann gehen wir zum Fitnessstudio. Uns wurde nämlich ein richtig cooles Fitnessstudio empfohlen, was auch Sauna, Schwimmbad und Trainingsgeräte und so hat. Und dann müssen wir noch irgendwo einkaufen, weil der Supermarkt, wo wir gestern waren, da gab es halt einfach nichts. Und wir brauchen ja ganz viel Hähnchen. Also es wird auf jeden Fall spannend. Jetzt geht's das erste Mal ans Meer. Hier sind wir. Und da hinten ist unser Hotel. Okay, wow. Also das ist jetzt direkt der Strand bei uns vorm Hotel. Ich habe gerade wirklich das Gefühl, ich träume. Es ist einfach unbeschreiblich.
Ich liebe es ja so sehr, am Meer zu sein. Und boah, Leute, es ist so wunderschön. Ich gehe gerade zum Wasser. Wir müssen es mal fühlen. Oh mein Gott, das Wasser ist richtig, richtig warm. Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Ich war dieses Jahr noch gar nicht am Meer. Wow, wow, wow. Aber boah, da gehe ich heute definitiv noch schwimmen. Auf jeden Fall. Und es ist so unglaublich warm um 7 Uhr morgens. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme ja aus Deutschland, wo 2 Grad oder so waren, als wir von Frankfurt losgeflogen sind. Also es ist einfach nur verrückt. Hier geht es jetzt hoch zu unserem Hotel. Und wir suchen jetzt auf jeden Fall mal das Frühstück, weil wir müssen auch einiges improvisieren jetzt für unser Frühstück vorm Wettkampf. Und wow, da kann man sich auch hinsetzen. Es ist einfach so schön. Ich bin einfach komplett überfordert gerade. Richtig verrückt. Okay, das Frühstück ist auf jeden Fall eine Challenge. Ich bin so froh, dass ich mir gestern noch die Haferflocken im Supermarkt gefunden habe. Und Bananen, die sieht zwar lustig aus, aber werden wir gleich mal probieren. Gibt es hier auch. Auf jeden Fall habe ich mir das jetzt hier zubereitet und ich hatte gehofft, ich kann noch irgendwas hiervon essen. Aber es ist wirklich schwierig. Ich suche mir jetzt mal heißes Wasser für meine Oats. Aber das Ding ist, Leute, das Essen, das ist halt kein wirkliches Frühstück, ne? Das ist halt, guck mal, schon so Mittagessen-mäßig. Und ich hatte halt gehofft, dass ich so Hähnchenbrustaufschnitt oder sowas finde. Ah, Paprika. Okay, das ist schon mal gut. Und hier kannst du dir halt Eier zubereiten. Also das Gute ist, die Banane ist schon mal reif. Weil ich dachte, erstmal hatte ich Angst, dass sie noch nicht reif ist. Die schmecken richtig, richtig frisch. Und ansonsten habe ich jetzt hier meine Oats. Halt die Banane, ein paar Mandeln rein. Boah, solche Haferflocken machen wir auch zu Hause, weil die wie so ein richtiger Brei werden. Also die sind gar nicht mehr kernig. Richtig, richtig lecker. Dann hast du da jetzt noch heißes Wasser reingetan, ne? Genau, und heißes Wasser noch einfach dazu. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Also hier findet der Wettkampf statt. Die bauen das jetzt gerade auf. Man sieht das hier. Und da draußen kann man dann auch Fotos machen und so. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Hello for YouTube. Now we are driving. Okay, ich spreche mal wieder Deutsch zum Fitnessstudio. Und haben endlich ein Auto gefunden, weil es scheinbar zu weit ist. It's fine, when we come back, we're absolut crazy, Leute. Guck mal, hier die Sitze. Oh mein Gott, ich hoffe, ich komme beim Fitnessstudio an. Okay, wow, ich bin gut beim Fitnessstudio angekommen mit meinem Taxi. Und ich muss euch das jetzt einmal ganz kurz zeigen. Also es ist echt so crazy. Hier darf man schwimmen gehen und in die Sauna. Und jetzt zeige ich euch den Bereich, wo man trainieren kann. Es ist einfach traumhaft. Ich finde es mega, mega geil. So, hier. Und ich war selber noch nicht da, ich gehe jetzt einmal hier rüber. Das ist so cool, ich freue mich so hier zu sein. Bis zum Cardio. Gucken, ob es noch weiter... Ah ne, ich glaube da hinten ist only the office. Aber die haben hier auf jeden Fall auch ein Restaurant und so. Und jetzt werde ich das Training genießen. Dass sich die Form nicht so krass verschlechtert hat. Also jetzt gerade hier habe ich echt einen krassen Punkt. Und nach der Anreise hatte ich halt echt Schiss, dass die Form richtig abgekackt ist dadurch. Aber im Gegenteil, also es ist richtig geil, dass es hier gerade so warm ist. Und dadurch kommen irgendwie die Adern auch nochmal mehr raus. Jetzt gerade fängt es tatsächlich an zu gewittern, weil nachmittags regnet es hier mal manchmal. I don't wanna miss a beat.
tatsächlich auf meinen Fahrer. Weil wenn ich jetzt zu Fuß gehen muss, dann wird es auf jeden Fall lustig. Also es ist zwar nicht kalt, aber es ist halt übelst nass und es sind 25 Minuten, glaube ich, zu Fuß. Also drückt mir die Daumen. Vielleicht kommt da meine Rettung, Leute. Ich weiß es noch nicht. Aber schaut mal, wie stark es regnet. Oh mein Gott. Also der Driver war tatsächlich für mich da und ich bin jetzt zu Hause und habe mir hier meinen Reisbrei gemacht mit Hähnchen. Und das kann man leider nicht mehr essen. Das hatte ich noch mit aus Deutschland. Aber das Hähnchen müsste noch gehen. Also wenn ich gleich irgendwie eine Fleischvergiftung habe, dann wisst ihr Bescheid. Wir haben von der Küche unser Hähnchen bekommen und ich bin gerade einfach so happy, dass wir ja, jetzt unser Hähnchen kochen können. Und das war wirklich eine Challenge, weil in den Supermärkten haben wir tatsächlich keins gefunden. Jetzt koche ich mir mal noch ein frisches Hähnchen vor. Ich kann euch aber zeigen, wie das ausschaut. Und zwar hat die Ramona hier so einen richtig coolen Topf geholt. Und da muss man kein Öl und nichts reinmachen. Und so kann ich das jetzt preppen. Und ansonsten steht heute eigentlich nur noch Einkaufen an. Und ich denke mal, da nehme ich euch gleich auch noch mit. The Fresh Market. Endlich haben wir einen größeren Supermarkt gefunden. Und hier gehen wir jetzt mal einkaufen. Und oh, ich sehe direkt schon, hier gibt es viel, viel mehr. Schon alleine an Obst. Und Eier sind natürlich auch immer wichtig für Bodybuilder. Also ich sage euch auf jeden Fall, die Banane war ja schon mal sehr lecker. Ich freue mich auch, die ganzen anderen Früchte und so auszuprobieren. Nach dem Wettkampf. Jetzt gibt es einmal die nächste Mahlzeit für heute. Maiswaffeln und Hähnchen und ein Eigelb für die Fette. Das lasse ich mir jetzt schmecken. Und dann würde ich sagen, beende ich auch mal das Video für heute. Ihr habt ja jetzt schon so, so viele Eindrücke gesehen und die nächsten Tage wird auch noch so viel folgen. Also ich habe auf jeden Fall vor, ins Meer schwimmen zu gehen, wenn die Sonne scheint, da kann ich euch mitnehmen. Und ich danke euch fürs Zuschauen und freut euch auf mehr aus Lombok, Bali und Wettkampf-Content.